Moin Moin, hier ist wieder euer Orca Evergreen mit einem weiteren, na, Let's Rock Crisis. Aua. Schmerz. Okay, werfen wir das erstmal weg und gucken, was wir hier gerade so an Muni haben. Eine SMG, ja okay, aber wie viel Muni kriege ich hierfür? 149. Gibt es hier noch irgendwo mehr? Sonst nehme ich wieder die SMG. Sieht schlecht aus, das heißt... Ach. Ja, komm. Ja, okay. Das heißt, ich nehme die, weil die eigentlich besser ist. Und was haben wir hier? Oh. Oh, da ist noch mehr. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Schotti oder... Hm. 400 gegenüber der Schotti hat 18. Ne, da entscheide ich mich dann doch für das dickere Geschütz. Aber egal, geht's hier lang? Ja, sieht so aus, ne? So. Komm, weg damit. Dann laufen wir mal eine Runde. Was haben wir hier denn? Irgendwelche Stacheln oder so. Aua. Ja, Stacheln. Was ist das hier? Ein Rohr? Will ich da rein? Ich muss scheinbar rein. Was ist das hier? Ist das der Schwanz von dem Alien hier oder was? Oh. Nee, Moment. Wow. Ich möchte nicht da oben in dieser Röhre sein. Das ist irgendwie null Gravitation da oben, so wie das Vieh da rumfliegt. Obwohl, die fliegen ja normalerweise auch rum. Was ist denn jetzt los? Was ist los? Wow. Hä? Okay, das sieht nach Elektrizität aus. Na egal, ich bin ja nicht risiko- und freudig. Einfach mal rein. Boah. Was war das? Ein Vieh. Na toll. Ist ja ganz toll. Okay, einfach mal dem Vieh hinterher. Ich werde schon irgendwie ankommen. Bringt mir das Sniper-Scope hier was? Nein. Also nehmen wir das Reflexvisier weiterhin. Ich irre hier jetzt mal gerade planlos durch diese Höhlen. Das ist aber cool gemacht. Dieses Drehen mache ich übrigens mit Q und E. Junge, da wird mir richtig schummrig bei. Okay, was haben wir da? Können wir da oben... Uah! Junge! Verrecke! Ah! Junge, geht das Vieh überhaupt tot? Mein Gott. Ich mag es nicht. Hä? Moment, der ist aus. Hat funktioniert. Okay, ein bisschen zerstörerisch zwar gerade, aber wurscht. Was ist das denn? Hm, keine Ahnung, sieht aus wie irgendwie so ein Kabel. Eine Ader. Energieschild. Mhm, toll. Ja. Warum ich so viel rede? Weil ich euch ja irgendwie unterhalten muss. Ja. Okay, einfach mal da lang. Komme ich da her? Ach, da komme ich her. Mein Gott. Ah, ja. Filmsequenz. Ja, dann bin ich da richtig. Bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Wetten, da kommt ein Alien. Nein, ist nur ein Blitzlicht. Okay. Bah, bist du hässlich.
mich wundert, ist, wo das Vieh gerade herkam. Ja, wenn du mir jetzt hinterherkommst, ne? Ach ja, das Alien ist hier ja oben. So. Was haben wir hier? Ja, nee, da möchte ich nicht rein. Habe ich gerade beschlossen. Ich habe irgendwie ständig das Gefühl, dass irgendwie so ein Drecksvieh mir auf den Fersen sitzt. Ah, ich habe da jetzt gerade nur noch umgeguckt, weil ich da was habe glitzern sehen. Also in weiser Voraussicht. Aber was haben wir hier? Bisschen größerer Raum. Ah, da haben wir wieder solche Kaputtmachgeneratoren und da sind auch wieder Viecher. Okay. Hä? Nicht Kaputtmachgeneratoren? Doch Kaputtmachgeneratoren. Da kümmern wir uns jetzt auch als erstes drum, würde ich sagen. Weil ich denke mal, dass wir ohne die nicht weiterkommen und ich will weiterkommen. Oh nein! Nein! Ah, ich hasse es. Oh, ich habe ihn gegriffen. Okay. Da oben kam irgendwas raus. Also gehen wir da jetzt auch mal wieder rein. Haha. So, ihr kleinen Kinder, verarscht. Ja. Nee. Hier kommst du nicht hinterher, mein Freund. Hier ist voll. Ach, mein Gott, ey. Cool gemacht, die Mission eigentlich. Ich versuche jetzt ihn zu greifen, weil das letzte Mal habe ich das ja auch geschafft. Dann müsste es jetzt doch auch möglich sein. Okay, jetzt habe ich drauf geschossen. Komm schon, durch. Aua. Möchtest du hinterher? Ja, jetzt kracht es auch noch zusammen. Das war ja klar. Kumpelvieh. Kumpelvieh tot. So, wo sind wir hier? Woanders. Was haben wir hier? Oh, was machen die hier? Muni. Also, sprich Pistolen jetzt gerade. Handgranate. Entflammbare Munition. Ist klar. Unter Wasser. Funktioniert die hier jetzt auch? Och, wie geil. Ich kann hier unter Wasser mit entflammbarer Muni schießen. Das ist ja mal geil. Mal sehen, ob das auch klappt. Minigun? Minigun-Magazin. SMG. Nein, die SMG will ich aber gar nicht. Die ist voll. Ja, dann. Okay, dann habe ich hier nichts mehr zu suchen. Wo? Ah, da. Da habe ich ihn hingeschossen. Was haben wir hier jetzt? Oh, Kumpel. Junge. Das ist entflammbare Munition. Wir befinden uns unter Wasser, soweit ich weiß. Ah, was ist das hier? Ein riesiger Energieschild. Muss ich den jetzt ausschalten? Oh nein. Ich will den aber nicht ausschalten, ehrlich gesagt. Ha. Ja, da guckst du dumm, was? Will ich da rein? Will ich da rein? Nein, ich will da nicht rein. Irgendwas sagt mir gerade, dass ich da drin gestorben wäre. Das sieht schon mal sehr schlecht aus. Oh, ja. Ich wäre definitiv 1A da drin verreckt.
Kann ich mir das greifen? Egal. Ja, gehst du. Ach, es geht auf. Schön. Und das ist zu. Das finde ich nicht schön. Ja. Kann ich da irgendwie durch? Oh. Nein, da kriege ich Widerstand. Da komme ich also nicht durch. Mit dieser leicht entflammbaren Munition ist das ja sowas von derbe. Ich verstehe nur die Logik nicht. Ah, puh, ich dachte, da unten kommt jetzt irgendwas raus, ohne dass ich es merke. Aber hier habe ich doch so ein Vieh gesehen. Ne, das ist das Tote, oder? Ja. Das ist das... Oh. Haha. Habe ich dich doch erwischt. Oh, und da schon das nächste. Habe ich auch erwischt. Ja. Ich kenne zwar die Logik von dieser entflammbaren Munition nicht. Aber ja, ja toll. Wo muss ich jetzt hin? Hm. Irgendwie nicht. Bah. Okay. Sind wir... Ah, hier vielleicht. Na, nein, Widerstand. Und hier? Ach egal, ich sehe gerade, die Zeit ist fast vorbei. Von daher speichere ich jetzt einfach mal hier. Bitte, bitte, bitte. Nenne es mal Miss. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und schaut beim nächsten Mal wieder zu. Also, bis dann.